Hallo und herzlich willkommen bei Eckdumm Wolle. Wir sind auch schon in der Woche 2 von Otto vs. Wild Teams. Bei mir hat sich hier auf jeden Fall ein bisschen was geändert. Ich habe mir hier auch zum Beispiel auch schon ein Haus gebaut. Ich habe jetzt die ganzen letzten Tage jetzt einfach nie aufgenommen, weil ich ja keinen Bock hatte. Natürlich kriege ich jetzt auch in den nächsten, beziehungsweise morgen. Morgen wird auf jeden Fall da sein. Morgen kriege ich einen neuen PC. Von daher, also ich habe jetzt vorher zum Gaming-Laptop, kriege jetzt einen PC. Und ja, mit einer 4070 TDI auf jeden Fall mit 12 GB RAM. Also die Grafikkarte ist auf jeden Fall schon mal nice. Und auf jeden Fall nochmal ein i9, der auch noch ein paar Kernchen hat und sowas. Das macht auf jeden Fall Spaß. So, hier habe ich jetzt erstmal mein Haus, habe ich alles so ein bisschen eingerichtet. Man sollte sich auf jeden Fall auch ein Haus einrichten, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Hier oben habe ich einfach Blumen hingesetzt und dann so ein schönes Lagerfeuer kann man sich schon hinsetzen. Und dann raucht hier so ein bisschen, man sieht nicht ganz genau, was man hier macht. Kann man alles Mögliche machen, was man gerade so machen möchte. Was man gerade auf dem Minecraft-Server macht. Wahrscheinlich nicht rumsitzen oder so. Naja, okay, auf jeden Fall. Ich bin wo ist das hier? Pulleisen. Auch schon wie beim letzten Mal. Das ist schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Ansonsten habe ich hier auch noch ganz viele Oxelotte oder so. Oxelotte, kann man sie auf jeden Fall heißen. Nochmal wieder geholt. Und die werden wir jetzt alle jetzt auch nochmal wieder freisetzen, denn die liebe Fabienne hat auf jeden Fall da was gebaut. Und ich habe auch noch ein paar Diamanten, hab noch ein bisschen Eisen hier auf jeden Fall drin. Also ein bisschen was ist auf jeden Fall noch da. Ja, aber es macht halt irgendwie auch keinen Sinn, irgendwie jedes Mal zu zeigen, was wir jeden Tag so gemacht haben. Weil sich halt auch nicht wirklich halt so massiv viel halt einfach so verändert. Hier hat sich auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen was verändert. Hier gehen wir auch noch gleich nochmal rein bei ihr. Und dorfmäßig hat sich jetzt, ja, nicht so wirklich viel. Also hier gibt es halt ist noch immer noch nicht so wirklich was gebaut so. Und von den Häusern her hat sich da jetzt auch nicht so viel verändert. Wir gucken auf jeden Fall bei ihr nochmal rein. Hier ist erstmal wieder noch wieder ein paar Felder. Ist schon mal gar nicht mehr so verkehrt. Sind jetzt noch mehr Lamas. Sich auf jeden Fall geholt. Wir haben ein paar größere Felder. Hier hinten ist auch noch ein Feld. Hier hat sich auch noch ein Wolf geholt. Ist auch gar nicht mehr so verkehrt. Ja, hier sind noch ganz viele Truhen. Hier ist auch noch wieder ein Feld. Und hier sind die ganzen Ozelotte. Oxelot oder wie soll immer heißen. Und die will ich auf jeden Fall hier 3x3 schmeißen. Zack, einen gelben. Dann haben wir hier noch einen anderen und noch einen. Zack, so. Das werden die aber immer mehr. Ich tue die alle aus irgendeiner Ding raus und ja. Aus irgendeiner Höhle raus und hol die, dann schmeiß ich alle hier rein, so ungefähr. Das ist schon witzig. Also es wird auf jeden Fall, ein großes Trubel hier auf jeden Fall werden. Das ist auch schon mal lustig. Aber ich glaube, irgendwann sollte man vielleicht auch nochmal einen zweiten Teich oder zweiten See auf jeden Fall nochmal machen. See! Ja, dann könnte das hier ein bisschen zu viele drin sein. Oder ja, vielleicht können sie sich ja noch vermehren, wenn hier richtig viele so. Ansonsten probiere ich gerade nicht drauf zu gehen. Und probiere mich halt auch gerade hoch zu leveln. Das mache ich halt, indem ich halt immer auch, also ich habe mir dann ja auch ein paar Felder hingesetzt. Also entweder ihre Felder hier kurz hier abbaue. Das kann ich mir eben kurz mal machen. Dann gehen wir schon mal weg. Ups. Oder halt gegebenenfalls auch meine Felder bezüglich. Ich probiere jetzt einfach auch mit Füttern von den Tieren. Da halt auch dann genügend an XP oder sowas zu bekommen. Es geht ja recht einfach, zum Beispiel, ich habe mir das Hühner hingestellt. Wenn ich die Hühner zum Beispiel die ganze Zeit halt über halt füttere oder sowas, dann kriege ich davon zum Beispiel auch halt immer mal wieder XP. Und jetzt bin ich ja gerade noch schon bei 28. Ich probiere jetzt nicht mehr drauf zu gehen, weil letztes Mal bin ich so oft einfach drauf gegangen. So mit 10 Level drauf gegangen oder sowas. Ich probiere jetzt einfach nicht mehr drauf zu gehen. Ich hoffe mal, es klappt auf jeden Fall. Sollte ich mir vielleicht mal so Oxelotte oder sowas holen. Vielleicht probieren irgendwas zu bauen oder sowas oder irgendwas anderes anzugucken. Mal gucken, was wir so noch tun sollen oder sowas. Vielleicht noch irgendwas farmen oder so. Das geht ja auf jeden Fall auch. Also wir haben einiges haben wir auf jeden Fall schon. Können wir auf jeden Fall noch ein bisschen was bauen jetzt für die letzte Woche auf jeden Fall. Das ist dann auch gar nicht mehr so das große Problem, was man noch machen könnte. Ich würde sagen, mein Haus sieht solide und okay aus. Ja. Ansonsten, wir haben ja hier die ganzen Typen ja auf jeden Fall auch alle wieder. Nach dem Raid, wo ich echt schon da echt abbrechen so ungefähr. Oh, der Junge braucht auf jeden Fall Eisen. Habe ich noch Eisen irgendwo rumliegen? Nee, gar nicht. Tut mir leid, Junge. Ich guck mal, ob ich nachher, sonst hole ich nachher nochmal Eisen für ihn. Ich würde den jungen Mann nochmal ein bisschen Eisen holen, auf jeden Fall. Noch einen Eisengolem. Wo ich natürlich auch noch den dann irgendwie noch mit Eisen halt immer wieder halt zu erneuern. Das ist, glaube ich, auch wichtig. Die beschützen ja auf jeden Fall das Dorf. Da kann man sich auf jeden Fall nochmal so ein bisschen erneuern. So. Junger Mann, ich brauche auf jeden Fall, möchte ich gerne, dass du mir hier so ein bisschen was verkaufst. So, zack. So kriegt man natürlich auch mal ein paar Level so mit dazu. Ja, gut, jetzt habe ich nichts mehr. Okay, ja, geil, nice. So, das macht natürlich auch schon. Ups, ja, jetzt habe ich gerade Brot weggeschmissen. Dumm.
Das macht natürlich auch wieder Sinn. So, jetzt laufen wir gerade noch bei Hühner rum. Wir haben uns gestern ein bisschen mit Eier beworfen. Passiert auch manchmal auch. Es ist schon recht witzig hier auf jeden Fall. Und ja, wir probieren ja gerade alles noch mal wieder so ein bisschen halt weiter zu bauen. Wir werden immer wieder Bäume gefarmt, bis hier Bäume auch wieder hingestellt und sowas. Damit die auch nachher sollen, ich glaube, hier soll nachher auch noch eine Brücke gebaut werden. Ist auf jeden Fall der Plan. Wir haben jetzt heute, ist Montag, also ein bisschen Zeit haben wir noch. Hier ist so ein Eisengolem, der einfach im Wasser steht. Komm, kann man gegenfahren. Interessiert ihn, glaube ich, gar nicht. So. Da sind noch meine Hunde, beziehungsweise meine Wölfe, die konnte ich auch noch mit weg. Ansonsten hat sich hier jetzt auch nicht so wirklich viel getan. Oh, scheiße. Die wollte ich gar nicht wegfahren. Scheiße, die habe ich jetzt gerade weggeballert. Ups, die habe ich auch noch weggeballert. Ah. Naja, kurz mal eben wieder hinbauen. Und gut, die habe ich auch da hingebaut, also von daher. Ah, so. Ich werf immer schon wieder Brot weg. Was ist denn eigentlich heute los mit mir? Entweder schmeiß ich Brot weg oder irgendwas anderes. Heute ist echt nicht so ganz mein Tag, so. Also einfach nur vom Brot wegschmeißen, ne? So, dann gehen wir mal eben kurz mal los und stellen die hier mal eben wieder hin. Ja, zack, 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 zack. Einen haben wir noch, scheiße. Einen haben wir hier vorne weggeballert, ne? Und hier nochmal zack, so. Mit dem Boot nicht so nach ranfahren sollen. Auf jeden Fall, hier hat sich nicht so wirklich viel getan. Hier gibt es natürlich ganz, ganz viele Dorfbewohner. Das ist natürlich sehr schön. Hier sollte ja auch noch, hat sie noch geschrieben, halt, hier Mini-Zaun und so. Ist gerade noch nicht so wirklich. Mal gucken, was da noch kommt. Vielleicht wird das noch was, vielleicht aber nicht. Ich denke, ich werde noch ein Video machen, kurz vorm Finale. Und dann, ja, ich glaube, ich brauche nicht jeden Tag hier auf jeden Fall wirklich was aufnehmen. Es ist jetzt auch gerade nicht so mega spannend dann einfach, ne? Ja. Das ist nicht also wirklich so massiv spannend. Außer natürlich, ich werde vielleicht irgendwie nochmal irgendein krasses Bauwerk oder sowas bauen. Aber ich glaube eher wirklich weniger. Vielleicht, wenn mich noch ein, zwei noch hinkriegen. Wie gesagt, Montag, Freitag, glaube ich, läuft aus. Da ist noch nicht mehr so viel Zeit. Natürlich kann man sich noch ein bisschen was bauen oder so, aber mal schauen, ne? Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Auf jeden Fall hier ist meine ganze Kiste, wo ich noch Krimskrams hier auf jeden Fall drin habe. Ich hoffe, immer schön Tür, also immer schön Tür dabei haben. Türen finde ich toll. Und ansonsten ist hier jetzt auch nicht so wirklich viel los, so ungefähr. Jetzt probieren wir noch, dass die Felder hier halt immer noch kommen, dass bezüglich mein Zuckerrohr hier kommen, dass bezüglich die hier halt auch halt kommen, damit ich halt damit natürlich dann auch die Hühner hier halt füttern kann, wo jetzt auch schon ein paar mehr jetzt auch schon drin sind. Damit ich damit natürlich wieder XP kriege und so probiere ich halt XP gerade zu bekommen, dass ich halt ja, Hühner fütter. Oh, ich habe sogar ein bisschen was zum Hühner füttern. Yay. Jetzt mal so ganz, ganz grob. Ich stelle mich hier einfach nur so hin. Zack, 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 zack. Hier hin und fütter einfach fleißig die Hühner. Und durchs Hühnerfüttern, dadurch, dass sie sich dann halt vermehren, kriege ich ja halt dann XP. So. Macht Knopf in die Wuff miteinander. Man sieht es, so langsam kriege ich halt immer mehr XP dazu. Und natürlich wieder mehr Hühner kommen, jetzt kommen halt immer mal wieder mehr Hühner, dann gibt es auf jeden Fall noch. Immer mal wieder fleißig weiter. So, ich gehe jetzt schon wieder schlafen. Schlafen, 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 schlafi, schlafi, schlafi. Zack, zack, ins Bett reinlegen, schlafen, bam und fertig. Gut, okay. Das war auf jeden Fall schon mal Anfang der zweiten Woche von Otto vs. Wild. Otto's vs. Wild. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal, upsala, bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, sagt ihr auch schon, der Ecto Wolle. Auf Wiedersehen, tschüss.